meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute mal wieder ein Freewind-Video, wie ihr alle sehen könnt. Und so wie es ausschaut, das letzte Video ja hier auf der Freewind. Ich denke mal, es wird kein weiteres kommen. Ja, warum, wieso, weshalb? Das hatte ich ja schon in meinem vorletzten Video angedeutet, dass diese Freewind bei einem Neukauf gehen wird oder gehen muss, besser gesagt, wegen Platzgründen und so weiter und so fort, zeitliche Gründe. Man kann ja nicht alle Motorräder regelmäßig bewegen, es wird mir dann auf Dauer zu viel. Wir haben heute, weiß ich gar nicht, Mitte der Woche ungefähr, und am Samstag hole ich das neue Schätzchen ab. Noch möchte ich nicht verraten, was es wird oder was es geworden ist, besser gesagt. Ja, morgen kommen die Fahrzeugpapiere per Einschreiben und dann werde ich sie am Samstag dann anmelden. Und für die Anmeldung würde ich dann ganz gerne dieses Kennzeichen hier mitnehmen. Das ist schon mal Punkt 1. Sonst hätte ich die Freewind wahrscheinlich noch ein paar Monate angemeldet gelassen oder über den Winter hin. Aber dazu kommt noch, dass ein sehr guter Arbeitskollege diese Maschine kaufen möchte. Oh, coole Farbe, coole Folierung, Chromgold. Wie gesagt, heute letzte Freewind-Video, genieß es. Diejenigen, die mich abonniert haben wegen der Freewind, tut mir leid, Leute, wenn da in Zukunft nichts mehr kommen wird. Ja, aber dafür, wie gesagt, kommt demnächst ein neues Motorrad und vielleicht gefällt euch das ja auch oder sogar besser. Ja, wie wir sehen können, schöner blauer Himmel mit Schäfchenwolken und einer leicht kühlen Brise dabei, also optimales Wetter zum Fahren. So, jetzt mache ich auch mal einen auf Filterboy. So einen möchte ich jetzt nicht vor mir stehen haben. Oh, eine Vespa GTS 300 hinter mir in Schwarz. So, wie gesagt, genießen wir heute nochmal die letzte Fahrt. Ihr könnt ja nochmal ein paar Tipps unten abgeben, was ihr meint, was es denn geworden ist. Tipp von meiner Seite aus, es ist natürlich ein Naked Bike geworden. Und zwar das, ja, bin ich mal gespannt. Und wie gesagt, am Samstag hole ich sie ab. Freue mich schon drauf. Jetzt wird natürlich der ein oder andere berechtigterweise fragen, aber du wolltest dir doch extrem viel Zeit dafür nehmen und ja, eigentlich erst im nächsten Jahr gekauft haben oder kaufen wollen. Und ja, ich habe aber auch gesagt, vielleicht kommt auch alles ganz anders wie gedacht. Und es ist nun mal so, der Fall X eingetreten. Es ist alles ein bisschen anders gekommen. Jetzt habe ich leider keine Probefahrten mit allen Maschinen gemacht. Habe sozusagen ja fast blind gekauft, was man eigentlich nicht machen sollte. Gerade beim Motorradkauf sollte man schon ausgiebige Probefahrten machen. Aber ich habe aber auch gesagt, ich möchte kein Motorrad vom Verstand und Kopf her kaufen, sondern in erster Linie muss es mir gefallen optisch. Es muss mir zusagen, es muss einen gewissen Charme haben, einen gewissen Charakter haben und im Detail auch sehr gut verarbeitet sein und was Besonderes sein sozusagen, was man nicht alltäglich auf der Straße sieht oder an jeder Ecke. Und ja, warum, wieso, weshalb, das werde ich euch dann auf dem neuen Bike dann erklären, warum es dann ausgerechnet dieses Bike dann geworden ist. Im Endeffekt, von den 4 Motorrädern, die ich mir da in den Kopf gesetzt hatte, sind eigentlich alle Motorräder gut und ich habe auf allen Motorrädern eigentlich recht angenehm gesessen. Ja, jetzt bei dem Wetter natürlich Probefahrten zu buchen, ist immer so eine Sache, da kann man ein paar Wochen warten. Die ganzen Vorführer, die sind täglich auf der Straße unterwegs. Da war so ein gutes, sehr gutes Angebot. Da konnte ich erstmal gar nicht Nein sagen. Auch wenn ich das Ganze ein bisschen skeptisch betrachte, so wie ihr wahrscheinlich jetzt, ein Bike ja halb blind zu kaufen, ohne zu wissen, worauf man sich da genau einlässt. Aber sollte dieses Motorrad nicht taugen, ich werde es jetzt ein Jahr lang fahren,
beziehungsweise bekommt das Motorrad ein Saisonkennzeichen. Mein erstes Motorrad mit Saisonkennzeichen. Werde es also bis November fahren können und dann werde ich entscheiden, bleibt es oder geht es im Frühjahr wieder und kaufe mir dann doch ja eines von den drei anderen Motorrädern, die ich mir da in den Kopf gesetzt habe. Schauen wir mal. Jedenfalls preislich gesehen kann ich so viel sagen, der Wertverlust ist schon bezahlt und deswegen bin ich auch auf dieses Angebot eingegangen. Also das erste Jahr ist der Wertverlust bezahlt und ich werde es im Frühjahr, also im nächsten Jahr im Frühjahr zum gleichen Preis locker wieder los. Da sehe ich gar kein Problem drin. Ja, und deswegen habe ich gesagt, schlägst du jetzt zu, kannst du nichts falsch machen. Und sollte sich auf langer Sicht doch herausstellen, dass dieses Motorrad ja ein Fehlgriff war, will ich mal nicht sagen. Weil dazu habe ich mich eigentlich zu genau informiert im Vorfeld über diese vier Fahrzeuge. Aber soll es in der Realität halt nicht so rüberkommen wie gedacht, dann wie gesagt geht es wieder an den Händler zurück. Und in diesem Sinne sehe ich da gar kein Problem, irgendetwas falsch gemacht zu haben. Ja, dieses Motorrad sieht man, wie gesagt, noch sehr, 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 sehr selten, auch auf YouTube. Ja, außer so im englischsprachigen Raum oder im Spanischen, Französischen, da sind schon so die ersten Testvideos rausgekommen. 1000 PS hat sie natürlich auch getestet schon, aber so an Motovlogs mit diesem Motorrad habe ich bis jetzt noch keinen gesehen im deutschsprachigen Raum. Auch so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, hey, ganz geil, hast du wenigstens mal ein Motorrad, was nicht irgendwie ein anderer Motovlogger fährt oder was zig andere Motovlogger fahren. Zum Beispiel die Super Duke, das ist, tut mir leid Leute, wenn ich das jetzt so sage, aber im Moment, ich kann keine KTM mehr sehen, ich kann kein KTM mehr hören. KTM hier, KTM da, auch auf 1000 PS, was da mittlerweile für ein KTM-Hype ausgebrochen ist. Ich meine, die neue 97er Duke ist schon ein geiles Gerät, aber wie die teilweise in den Himmel gelobt wird, ja, ist mir irgendwie ein bisschen unverständlich. Designmäßig ist das natürlich auch alles Geschmackssache. 1290er sieht schon geil aus. Ja, aber wie gesagt, Geschmackssache, dem einen gefällt sie, dem anderen überhaupt nicht. Und genauso wird das auch bei meiner neuen sein. Da werdet ihr bestimmt sagen, ey, super geil, schönstes Naked Bike ever. Und die anderen werden sagen, oh, potten hässlich. Kann ich mich überhaupt nicht mit anfreunden. Ja, so ist das nun mal. So, kommt mein Lieblingspart hier vom Arbeitsweg. Schön hier durch die Felder fahren, bisschen den Ausblick genießen. Herrlich. Ach Schätzchen, ich werde dich doch irgendwie vermissen, weil du hast schon auch einen guten Charakter hier mit deinem Einzylinder. Einfache Technik, bis jetzt bist du immer angesprungen, hast mir keine Probleme bereitet, warst sehr günstig in der Anschaffung, bietest mir aber im Gegensatz dazu sehr viel Spaß. Preis-Leistung war top, würde ich sagen. Ja, bin ich mal gespannt, ob dein nächster Besitzer genauso viel Spaß an dir haben wird. Ich hoffe schon. Ach, ist das schön, wenn jetzt hier nicht nur die Autos wären. Ey. Ja, schade. So ein bisschen habe ich doch ein weinendes Auge hier. Aber wie gesagt, das ist so ein Motorrad, ja, wenn es mal umkippt oder wenn da mal ein Kratzer reinkommt, nicht so schlimm. Wenn man mal in Regenschauer reinkommt, auch nicht so schlimm. Wenn die Straße mal dreckig ist oder was weiß ich. Alles egal bei der Möhre hier. Ja.
So, ich würde auch sagen, ich werde jetzt hier das Video beenden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, ihr könnt gerne noch einen Tipp da lassen. Ja, trauert nicht allzu sehr der Freewind hinterher. Alles hat mal irgendwie ein Ende. Und ja, ich würde sie gerne behalten, wie gesagt, aber ich habe da zeitlich wirklich keinen Nerv drauf, die Fahrzeuge da regelmäßig zu bewegen, damit sie keine Standschäden ansetzen. Hat mir gute Dienste geleistet. Wie gesagt, war bis jetzt die 2000 Kilometer, die ich sie jetzt hatte, sehr zuverlässig. Und ich hoffe, dass das bei dem Neubesitzer, nächsten Besitzer so bleiben wird, dass er auch zufrieden ist. Schauen wir mal. Ja, ich muss mich echt ein bisschen beherrschen mit meiner Vorfreude. Okay, so, jetzt machen wir aber Schluss. Haut rein, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich denke, das nächste Video wird schon auf der neuen Maschine sein. Es bleibt also spannend. Haut rein. Bis denn. Bleibt gesund, bleibt oben. Tschüss. We'll be right back.